So, ich stehe hier in Leverkusen, eine kleine mittelalterliche Stadt in der Slowakei. Und hier wollte ich einen Ghost Cache machen über die Symbole von Leverkusen oder Leutschau, wie die Stadt auf Deutsch noch heißt. Es geht darum, wenn man zum Beispiel vom Eiffelturm spricht, weiß jeder, dass Paris gemeint ist. Und wenn man von Leverkusen spricht, da soll ich die Symbole fotografieren mit dem persönlichen Gegenstand. Ja, mit dem Mann hab ich mich gerade noch mal unterhalten. Der hat irgendwas gesagt auf Slowakisch, und da kamen wir ins Gespräch dann. Der sprach einigermaßen gut Deutsch. Das Lustige war, je mehr wir gesprochen haben, umso besser wurde der. Der hat mal einen Monat in Schlossfurt im Fernsehgerätewerk gearbeitet. Und seine Frau kommt aus Blankenburg. Ach so, er sagte mir, dass das Parken hier kostenlos ist, aber das habe ich ja gestern und vorvorgestern schon mitgekriegt. Jetzt holen wir noch den hier etwas außerhalb. Da gibt es ein Foto oder ein gemaltes Bild aus dem, was weiß ich, ein ziemlich altes. Und da haben sie dann irgendwann mal in den 30er, 50er Jahren, wie Sie sich vorstellen, wie die Welt in 100 Jahren aussieht, ein Foto gemacht. Ich blende das mal mit ein. Science-Fiction-Version of Leverkusen. Irgendwo hier ist das Bild aufgenommen worden. Rein theoretisch müsste der Cache hier liegen. Hinweis steht im Cache, dass allerdings laut Koordinaten der Cache. Ja gut, könnte passen. 114 Meter von hier ist. Die Schule. Ich habe den dann doch nicht gefunden, aber ich fand das ganz interessant, den mit der Collage da, wie die sich das vorstellen. Hier gibt es das Bier noch für billige 2,50. Aber länger. Vom Meister Paul von Leverkusen. Sein Name ist nicht nur in der slowakischen Geschichte legendär. Vor 500 Jahren schuf er in Leverkusen den höchsten gotischen Holzaltar der Welt, der sich in der Basilika St. Jakobs befindet. Sein Name ist mit Leverkusen und anderen schönen Werken vor allem in der Zips und in der Ostslowakei verbunden. Im Meister Pauls Haus, wo ein Museum eingerichtet ist, erfahren Sie mehr über seine Arbeit und sein Leben. Aufgabe: Bei den Koordinaten befindet sich eine Steintafel, rechts neben dem Eingang, mit einem Abguss der geschnitzten Marke von Meister Paul, Klammer Firmenlogo, die gekreuzte Schnittwerkzeuge zeigt. Ihre Aufgabe ist,
es dieses Symbol und ein beliebiges Werkzeug auf dem Foto, Messer, Schraubenzieher, Schere, Stift und so weiter festzuhalten. Ach so, ein Werkzeug habe ich jetzt nie gehabt. Ich werde es trotzdem so locken. Das zweite Symbol, weiße Dame von Levertscher. Nicht jeder weiß, dass sie Julian Corponet, geborene Geschi, ist. Aber es gibt eine bekannte Legende unter den Menschen über eine Frau, die diese Stadt nachts verriet, indem sie die feindliche Armee durch das geheime Tor in die Stadt ließ. Wir haben der weißen Dame von Levertscher auch zwei Caches gewidmet. Aufgabe: Das alte Rathaus befindet sich an den Koordinaten und ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Im Korridor gegenüber der Museumskasse an der linken Wand befindet sich auch ein Gemälde der weißen Dame. Sie können ohne Eintrittsgeld zum Gemälde gelangen, wenn Sie den Kassierern und Führern erklären, dass Sie es wegen des Caches benötigen. Sie wissen bereits davon und sind bereit, es Ihnen zu gestatten. Ihre Aufgabe ist es, ein Foto von dem Gemälde zu machen, und Sie konnten einen Schlüssel in der Hand halten, weil er auf dem Gemälde offensichtlich fehlt. Und die weiße Dame von Levertscher die Tür sicherlich nicht ohne Schlüssel aufgeschlossen hat. Gut, ich habe das auch wieder bloß mit meinem... Aber muss dann mal gucken, das hat glaube ich keiner gemacht. Ich hatte mir ein paar Fotos da mal angeguckt, die andere da hochgeladen haben. Ja, das Museum habe ich übrigens gleich mal mit besucht. Der Eintritt, der kam bloß 2 Euro. Könnte man machen, war auch ganz interessant. Vor allem die ganzen alten mittelalterlichen Dokumente. Viele nur als Kopie vorhanden. Aber interessant, das alte mittelalterliche Deutsch, was man kaum versteht. Drittes Symbol. Jakobus der Ältere. Hier geht übrigens der slowakische Jakobsweg durch. Und da erzähle ich in einem anderen Video mal später mehr. Jakobus der Ältere. Er ist der Schutzpatron der Pilger, Arbeiter und unserer Wallfahrtsstadt, die für die größte Marienwallfahrt in der Slowakei bekannt ist. Über Levertscher führt ein Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Typische Attribute dieses Heiligen sind die Jakobsmuschel und der Pilgerstock. Sie können diese Muscheln an vielen Stadthäusern in Levertscher an ihren Fassaden erkennen. Eine Erklärung ist, dass der Patron von Levertscher diese Häuser schützt. Es gibt eine Statue von St. James the Greater links vom Turmeingang. Ihre Aufgabe ist es, die Statue des Heiligen und eines seiner Attribute, und eines seiner Attribute einzufangen, die sie vielleicht bei sich haben, oder sie werden sie sicherlich irgendwo in der Nähe finden. 4. Käfig der Schande. Zusammen mit dem alten Rathaus sind sie ein untrennbarer Bestandteil vieler Erinnerungsfotos aus Levertscher. Nicht umsonst gehören sie zu den meist fotografierten Objekten in der Slowakei. Der Käfig dient nicht nur dazu, den Angeklagten der öffentlichen Schande auszusetzen, sondern auch als Warnung für andere. Die Öffentlichkeit konnte die Bestraften auch anspucken. Die Bestrafung wurde oft während Handwerksmessen durchgeführt, wenn viele Messen in der Innenstadt waren. An den Koordinaten befindet sich der Käfig der Schande. Ihre Aufgabe ist es, Fotos von dem Käfig oder sogar im Käfig, Klammer, wenn er offen ist, zu machen. Aber es wäre toll, wenn Sie Ihre Hände oder Füße gefesselt hätten, durch einen Schal, Schnürsenkel, Gürtel.
Fünftes Symbol, Ihr Symbol. Levadscha ist voller interessanter Orte. Nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den angrenzenden Straßen, auf der Stadtmauer. Wir könnten uns viele Aufgaben für Sie einfallen lassen, aber die letzte Aufgabe liegt bei Ihnen. Wir würden gerne wissen, was Sie am meisten an Levadscha interessiert. Es könnte ein Detail oder irgendetwas anderes sein. Aber wenn man sich das Foto auch noch nach Jahren zu Hause ansieht, erinnert es einen an Levadscha. Deine Aufgabe ist es, ein Foto von deinem gewählten Symbol zu machen und deine Geocaching-Signatur, persönlicher Geocoin, dein Nick auf dem Papier und so weiter beizufügen. Ja, und einen anderen Cache habe ich mir noch angeguckt, den will ich auch noch machen. Sozusagen eine Art Lost Place ist das auch wieder. Wow, was ist denn das? Ich möchte mal eine Lampe mit haben. Handylicht bringt wie viel? War das früher mal keine Initiation? Man kommt nur in der Hocke weiter. Okay. Hier hätte man aber eine Taschenlampe mitnehmen sollen. Insofern ist es nicht gerade produktiv hier. Aber sicherlich war das die Kanalisation. The cache is visible to the naked eye. There is no need to unfold, uncover or to lift anything. The origin of the legend of the White Lady of Levadscha is how the story. Hier. Die Weiße Lady of Levadscha, Julia Korpanojewa. Eventuell komme ich nochmal zurück. Ich habe ja im Auto noch eine Lampe. Ja, hier geht der Gang rein. Parallel zur Straße, immer geradeaus. Wahrscheinlich bis zum Turm wenigstens. Und vielleicht auf der anderen Seite auch wieder raus. Das wird bestimmt die Kanalisation gewesen sein. So, ich bin nochmal in den Tunnel gegangen hier. Jetzt habe ich, weil ich ja gerade den Akku gewechselt habe, hier was gesehen. Hier kann man nochmal gucken. Und dann gucken wir mal, wie weit der Gang dahinter geht. Was ist, hier liegt er doch gleich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ach ja, ab hier hinten ist verschüttet. Asphalt. Als sie die Straße gemacht haben, haben die wahrscheinlich Asphalt gekippt ohne Ende und ich hörte nie auf. Cool.
Ich habe meinen alten Abwasserkanal kennengelernt.